Es ist uns leider nicht gelungen. Wir sind aber nach wie vor der Überzeugung, dass der Versuch es uns wert war. Wir werden nachher hören, welche Gründe dazu vorgetragen werden. Ich kenne zwei, die ich noch kurz nennen will und die ich an dieser Stelle noch nennen will. Das ist zum einen die Frage, ob die Beschlussfassung ordnungsgemäß auch durch eine reine telefonische Mitwirkung gewährleistet werden kann. Dieser Auffassung sind wir nicht. Und die andere Frage ist, ob eine solche Sitzung rein in einer Livestream-Debatte stattfinden kann. Dieser Auffassung schließen wir uns auch wegen der überragenden Bedeutung des Öffentlichkeitsgrundsatzes nicht an. Der Öffentlichkeitsgrundsatz wirkt ja nicht nur in die Gremien hinein, sondern auch in die Bürgerschaft und in die Medien. Und wir wollen, dass Transparenz gewährleistet wird. Deswegen auch die gleichzeitige Übertragung in einen Saal, in dem die Bürgerschaft und die Presse das mitverfolgen kann. Dieser Tage habe ich gelesen, wir lesen ja in diesen Tagen viel von Expertenmeinungen. Ich habe auch eine Expertenmeinung gelesen, die davon spricht, dass nur 40% des Verständnisses eines anderen über die Sprache vonstatten geht. Viel wichtiger sei Mimik und Körpersprache und das, was das Gesicht vermittelt. Ich kann jetzt nicht genau erkennen, wie viel Prozent des Verständnisses ich bei Ihnen erreichen kann. Ein Blick in die Gesichter zeigt mir da unterschiedliche Prozentzahlen und deswegen verweise ich dazu ergänzend auf die Gesetzesbegründung. Herr Hockenberger, lassen Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Herrn Karas zu? Ja, gerne. Wenn es da, wie ist das da mit dem Stopp? Sie machen das, ja. Ja, vielen Dank, Herr Kollege, fürs Zulassen der Zwischenfrage. Wir hatten ja im Landtag bekanntlich mehrere Sitzungen, die rein als Videositzung abgehalten wurden. Insofern würde mich da doch Ihre Begründung interessieren, warum das bei einem Gemeinderat nicht funktionsfähig so stattfinden können soll. Und außerdem finde ich nach wie vor die Frage der telefonischen Zuschaltung doch auch interessant, denn es ist ja, das kann ich auch als Digitalpolitiker sagen, durchaus in vielen Gegenden in Baden-Württemberg immer noch so, dass man keine stabile Videoverbindung beispielsweise aufrechterhalten kann. Und insofern würde mich da doch noch mal genauer interessieren, was da Ihre Beweggründe sind, sich dagegen auszusprechen, denn ich würde es für sinnvoll halten, es so zu tun. Ja. Meine Beweggründe habe ich versucht darzulegen. Ich will das gerne noch mal sagen, Herr Karas. Eine Videokonferenz, das ist nichts anderes als eine analoge Gemeinderatssitzung übertragen in einen Sitzungssaal, an dem alle teilnehmen können, die teilnehmen wollen. Und diese Möglichkeit sollte stattfinden. Und in dieser Videokonferenz sollte man auch sehen, was der Gegenüber sagt und wie er es vorträgt. Das ist in einer Telefonkonferenz nicht möglich. Und deswegen halte ich das für richtig und nur für richtig, dass wir das in einer Videokonferenz machen und dass das nur sozusagen auch ordnungsgemäß dem Öffentlichkeitsgrundsatz Rechnung trägt. Die Versorgungssituation zur Breitbandversorgung, in der Tat, das ist ein Thema, mit dem man sich in anderem Zusammenhang noch beschäftigen muss. Für mich, ich sage das ganz deutlich, meine Damen und Herren, wir haben es doch heute gehört, wir diskutieren hier. Ich habe eine Meinung, Sie haben eine Meinung und am Schluss gehen Hände hoch und dann gibt es ein Gesetz. Also meine Meinung ist, dass das nicht ausreicht, sondern ich bestehe darauf, dass das in einer Videokonferenz gemacht wird, weil der Öffentlichkeitsgrundsatz von überragender Bedeutung ist. Das verliert sich bei einer Telefonkonferenz. Und am Ende des Tages können wir im Zusammenhang mit der Änderung der Gemeindeordnung nicht das letzte Loch oder den letzten weißen oder grauen Fleck zum Maßstab unserer Entscheidung machen. Ich glaube, dass die Gemeinden damit verantwortlich umgehen. Und noch ein weiteres. Wir zwingen ja die Gemeinden nicht, dieses Mittel in Anspruch zu nehmen. Wir schaffen eine Möglichkeit. Ob der Gemeinderat das macht oder nicht, entscheidet er bis zum 31.12. gar nicht und danach mit Hauptsatzung. Und es gibt durchaus, und das sage ich Ihnen aus meiner eigenen Erfahrung, viele Gemeinderäte und Bürgermeister, die in den letzten 4 Wochen alles noch gebraucht haben, ohne Videokonferenz. Und wer die Videokonferenz in den letzten Wochen mitgemacht hat, der hat Sehnsucht nach einer analogen Präsenzsitzung, so wie ich. Das ist nicht mehr zum Aushalten, weil sie das dann gar nicht anders transportieren können. Das muss. Und deswegen haben wir auch gemeinsam hineingeschrieben, dass diese Regelung nur gilt in absoluten Ausnahmefällen. Herr Abgeordneter Hockenberger, Ihre Redezeit ist zu Ende. Ihre Redezeit ist zu Ende. Aber der Überweisung an den Innenausschuss darf ich noch zustimmen. Und ich darf auch dafür zustimmen, dass wir das am 7.5. beschließen. Und wenn wir es beschlossen haben, dann habe ich die Hoffnung, dass wir die praktische Anwendung des Gesetzes nach Corona nie mehr brauchen. Vielen Dank.